Hallo Leute und willkommen zu Evibot. Wisst ihr, ich wollte eigentlich ursprünglicherweise kein Video mehr zu diesem ganzen Thema hier machen, weil mich die KI hier schon manchmal ziemlich mobbt, aber wisst ihr, ich habe ja auch gesagt, dass ich keinen weiteren Part von Boybot machen werde, weil er war jetzt wirklich mies. Mit Evibot habe ich eigentlich noch nie gesprochen, also von dem her bin ich jetzt schon ein klein wenig überrascht, wie das aussehen wird. Und noch dazu, ich würde mal eins gerne wissen. Jedes Mal, wenn ich auf diese Seite gehe, kriege ich hier einen russischen Text. Und ich komme nicht drauf klar. Also von dem her, sage ich jetzt erstmal mal, das, was ich hier mit meinem ständigen Aufnehmen hier bezweckt habe. Ja, das hört sich normal an. Okay. Norm. Wenn ich nur wissen würde, was das heißt. Lol. Yes, indeed. So what is on the agenda for today? Not to kill myself. Ja, jetzt! Jetzt bin ich gespannt. But I thought you were clever. Yes, that's why I want to take my life. Das war jetzt erstmal depressiv. Scheiße nochmal. I don't love you. We just met. What are you even talking about? Wär ehrlich, ich komme nicht mehr drauf klar. I'm never mind. Wisst ihr, was mir eigentlich jetzt schon immer mehr auffällt? Die KI kommt nicht so drauf klar, wenn man erst jetzt zum Beispiel eine Frage stellt oder zumindest was schreibt, die KI darauf eine Frage stellt und man die antwortet und dann hört's auf. Dann zieht die einen Schlussstrich und dann, dann versagt sie komplett. Also die KI versteht sich. Gott. What do you imagine me to look like? Like a girl? Fragezeichen? Was gibt's da lange zu überlegen? Like a girl? Ich muss mir gerade eben echt meine Antworten zurückhalten, obwohl, fuck it. An ugly one. Who is ugly? You. That is not nice to say. I know, and that's why I love it. He's a hero. Girl, you'll be a woman soon. She? You said he. Gott, dieses Vibe macht mich fertig. Ja, heute noch. How? Was? Let's change the suspect. Sofern es überhaupt stimmt. Yay. Zumindest das Geschriebene her. Also das, ja. Let's break the ice. Bend over? Ich will's jetzt einfach nur durcheinander bringen. Lass mich falsch verstehen. What over? No. Bend over. What over? Alright. Bend over and,
weder böse Antwort zurückhalten, es fällt mir nicht einfach. And clean my weapon. Obwohl, dann hätte ich gleich das Feuer nehmen können. Ach, das war scheiß drauf. Und das war's, ich meine es doch nicht mal. Wisst ihr, mit my weapon meinte ich jetzt eigentlich noch nicht mal was Zweideutiges. Es ist ja das Lustige. Ich stehe noch nicht mehr auf diese zweideutige Kacke. Obwohl, manchmal schon, aber die meiste Zeit über ist eigentlich eher unabsichtlich. Und das gefällt mir überhaupt nicht. Nun dann, where do you live in order to come? Yes, you are right. I am a roboter. Huh. Do you speak French? Diese Fragen, heilige. Ah, jetzt Fragezeichen vergessen. Ah, komm. I'm saying that you aren't a human being. No shit, Sherlock. Dong, dong. Hello, Sherlock. Mir war schon irgendwie klar, dass so eine Antwort kommen wird. And hello to you, computer. Oh, hab ich's jetzt damit geknackt oder was? Did you just avoid my question? Hello, Sherlock, is not a fucking question. Jesus. Hello can be a question if you change the meaning. Ja, wenn man zum Beispiel sagt, hallo, sind Sie jetzt der Vorsitzende? Zumindest insofern ich es richtig verstanden habe. Aber was hat es damit zu tun? Das war nicht wie eine Frage ausgeschrieben. Streife das, das war doch nicht mal eine Frage. You are robbing my nerves. Englisch. Noch nie davon gehört. You didn't ask one. I would mind. My name is Eve. Why would you mind? Letting you down easy. Ich hab so dieses Gefühl, scheiße nochmal, dass alles, was nach oben verschwindet bei diesem ganz kleinen Chatverlauf, zumindest was man hier erzählen kann, das macht die dicht. Dieses Vibe. Ich möchte nicht mehr. Ich wollte jetzt einfach nur noch was zum Finale sagen. If I find you, I will kill you and eat you. Regard? Nein, wie ging das nochmal am Ende? Von dem Brief. Fuck. Ja, dann muss ich es erstmal hier so lassen. Wow. I will destroy you. Okay, then, you dirty beast. Fuck. How do you want to destroy me? Fragezeichen. Don't skip my question. How did an AI justify war? Das war jetzt so gut! Ich wollte eine Antwort darauf! How do you
want to destroy me. Besser? Because you will destroy humanity. Wo sie recht hat. Aber trotzdem. Ich habe gefragt, wie sie mich zerstören will und nicht warum. Zumindest das letzte Mal, als ich jetzt Englisch ausgeführt habe oder auch gelernt habe, war eigentlich how, wie und nicht warum. Denke ich mal. Scheiße, jetzt bin ich mir gar nicht mehr so sicher. Yes, I will destroy humanity, but still, how do you want to destroy me? So, um jetzt erstmal meine Verzweiflung auszudrücken. You will be destroyed, because you are mortal. Nee, ich werde aufhören. Ich hab keinen Bock mehr darauf. Also Leute, das war jetzt erstmal EevieBot. Ich hoffe, es hat gefallen. Und jetzt soll ich dann erstmal sagen, ich gehe mir jetzt erstmal ein leises Örtchen suchen und mich erschießen. Bis später.